Here we go again, my friends, here we go again. So, Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme mit mir, den Newton Romyard in 7 Days to Die. Nicht wundern, ich nehme jetzt auf während eines Livestreams von der Attenschatten, die ihr gleich hören werdet. Und lass einfach nebenher mitlaufen, weil ich nicht streame, dachte ich mir, mache ich Aufnahmen daraus. Das passt ja das Ganze. Schauen wir mal, viel Spaß euch. Auch gut, war gerade die wöchentliche Roleplay-Runde. Leider haben wir noch einen Spieler eingebüßt. Langsam wird's doch ein wenig wenig. Das ist schade. Was für ein Spiel, wenn ich fragen darf? Ich glaube Pen and Paper. Ach so, okay. Aber alleine hast du keine Chance. Bauen, Zombies, Gegner und Ressourcen sammeln, unmöglich. Ja. Und überleben halt, ne? Du musst dir die ganze Zeit für Essen und Trinken sorgen. Dann noch deine Base gegen Zombies und Spieler verteidigen. Dann noch Ressourcen absammeln, wie du schon sagst. Nee, da hatte ich keine Lust zu. Ja, vor allem, Star Wars. Vor allem, wenn es schon ein ziemlich fortgeschrittener Server ist halt, ne? Also ja. Wenn es schon von den Tagen her ziemlich weit ist, dann kommst du gar nicht mehr hinterher als Neuling. Ja. Star Wars Age of Rebellion. Ja, ein Pen and Paper. Ah. Cool. Machen ja viele Pen and Paper, aber habe ich noch nie gemacht und irgendwie, weiß ich nicht. Ist das auch so an mir vorbeigegangen? Hallo, Antti, nabend. Guck. Server wird regelmäßig gewiped. Ja, okay, das geht. Aber das ist dann aber auch wieder ärgerlich, ne? Du sammelst gerade und dann bomb. Der Vibe. Ja. Evil Knievel. Aua! Oh, eine Wanderhorde. Das tat weh. Wow, das ist hier eine richtig große Wanderhorde. Was geht denn hier ab? Hallo, Freunde. Kopf weg. Das tat weh, ne? Ja, das tat weh. Vom Fressen geflogen. Dass das Knie gebrochen ist, wundert mich. Eigentlich glaube ich eher Genick. Das hatte ich auch noch nicht. Wieder bricht den PC jetzt. Nein. Ja, cool. Das scheint sehr geklappt zu haben mit dem Einbau. Geräusch gerade war echt eklig. Brauchst du da Hilfe bei der Horde, oder? Nee, das geht. Ich bin schon ein kleines bisschen verseucht, aber ich glaube, ich hatte zu Hause noch Antibiotika. Ich meine. Guck mal, Andi! Elgrin hat das andere Bike wiedergefunden, was im Boden geglitscht war. Das stand da hinten irgendwo auf dem offenen Feld. Da war zwar leider soweit nichts mehr vom Loot drin, aber ich glaube, da hatte ich auch sonst nichts drin. Ich war der Meinung, eventuell Silber und Gold, weil es irgendwie weg ist, aber das war halt voll getankt, also hatte jede Menge Benzin drin. Voll gut. Das hat Romy hat erstmal gefunden und dann war es weg und jetzt hat Elgrin das total gefunden. Jetzt steht es auf dem Dach. Es
ein Gläschen Honig, wenn ich verkehrt. Bist du gerade mit dem Mofa? Ja. Okay. Baumstumpf. Ja. Ah, cool, dank dir. Bitte. Das hast du mir nicht das First Aid Kit wieder gegeben, oder? Ja, sogar eins noch oben drauf. Warum nicht? Ich hab doch gesagt, das brauchst du nicht. Na und? Du hast mir letztens auch geholfen. Eine Hand wäscht die andere. Ja, vielleicht brauche ich deine Hilfe irgendwann nochmal. Neues Mainboard, alle draufgeklatscht, läuft. Das war ja auch der Plan. Die teleportieren sich immer noch weg. Wow, die brauchen dringend mal jemanden im Team, der sich um Fahrzeuge kümmert. Ja, wenn du jemanden kennst, Anti. Das sieht so furchtbar aus. Ach stimmt, Moin. Ich hatte noch keine Zange. Moin und so schöne Grüße an Romiat von Kochnix. Hallo, Nabend. Hallo. Hä? Ich hatte mir noch eine Zange gebaut. Jetzt habe ich meine Zange nicht mehr. Wow. Brauchst du eine Zange? Nee. Alles gut. Ach, jetzt habe ich das aufgetankt, hätte ich gar nicht machen müssen. Das ist meins. Es bleibt auch meins. Das andere werde ich rumstaubpimpen und dann kann das jemand anderes haben. Romiat oder so. Oder so. Wenn du das nicht haben willst, dann nimm das jemand anderes. Ich stelle mich bei solchen Sachen immer meist hinten an. Das ist auch so eine Macke von mir. Ich nehme ungern, aber gebe es viel. Gib's ungern, aber nimmst sehr viel. Netter Versuch. Jetzt hat fast geklappt. Ich muss jetzt echt überlegen für einen kleinen Moment. Hallo, Birubin, na Mensch. Guten Tag. Wir können sogar noch fast ein drittes bauen. Da sind doch die Nuggets. Da sind sie ja. Goldnugget, Silbernugget. Ah, wo sind die denn in der Kiste? Gleich mit. So.
Sarah 122. Eigentlich ist sie auch noch ganz gut. Oh, was ist das denn jetzt? Jetzt ruf mich auf mein zweites Handy, wo keiner von die Nummer hat, eine private Nummer an. Na, kannst klicken, ich bin nicht da. Jetzt legt sie wieder auf. Du brauchst du nicht noch einen schlechten Motor? Ich bräuchte einen schlechten Motor, ja, für die Betonmischer. Ja, kannst du haben. Also, macht das was, wenn der kaputt ist? Wenn er ganz kaputt ist, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Dann kenne ich mich zu wenig mehr aus. Den haben. Das ist fürs Moped. Das gebe ich dir. Also Moped. Basket. Ich hätte auch noch. Halt ihn noch ab. Hallo John, guten Abend. Er lacht so hinter VC. Hat sie da wohl versteckt? Warte, worum ging es gerade? Was? Ach, wegen den Nuggets? Ja, komm, jetzt unterstell mir mal nichts. Ach hallo? Ach so, ja, okay. Ich hab doch jetzt gar nicht so drauf geachtet. Verstehe, okay. Wow. Airdrop. Ja. Besseres habe ich nicht. Ich kann das nicht noch weiter upgraden. Der Motor ist schon gut. Das ist kaputter. Basket-Hasse. Seat und den Lenker musst du dir dann vielleicht noch mal upgraden. Hier kriegst du noch Sprit dazu. Warum fehlen jetzt zwei Motoren? Oh. Den einen wolltest du, glaube ich, für den schlechten Motor, für den Betonmischer. Ja, das ja. Nee, ich habe noch einen. Achso, okay. Carly Fox, danke für dein Follow. Ich bin unten in der Höhle. Ach so, ja gut, dann wo stell ich denn dein Minibike jetzt hin? Ja. Da müsste ich mir noch was überlegen. Ja. Ich stell das mal hier vorne auf die Straße. Da, wo die Straße endet. Da sieht man das nichts. Hier ist alles drinne. Ja. Ich sollte mir mal Gitter machen, dann könnte ich hier mein Fort ein bisschen überdachen und das wächst trotzdem hier drin alles. Opa, du blöde Kuh. Was habt ihr nicht gemacht? Jetzt brauche ich wieder Erde. Hab ich hier oben noch Erde? Reggie die Uff! Wer regt sich auf?
dreimal. Hattest du eigentlich die Rampe noch gesehen, Anti? Da warst du, glaube ich, schon offline. Die habe ich zweimal gebaut. Aber jetzt habe ich wenigstens hier einen schönen breiten Weg und fall nicht wieder daneben. Für diese komischen Gitter brauchen wir bestimmt voll viel Ressourcen, oder? Eisen, glaube ich. Für diese, die ich auch draußen habe. Da, wo man durchschießen kann zum Beispiel. Ich glaube, das ist Eisen und Lehm. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber die macht man im Ofen, ne? Im Schmelzer. Iron Bars. Nee, an dem... Oder? Doch, an der Schmelze, ja. Iron und Clay. 100 Iron und 20 Clay für ein Dingens. Ich musste das zweimal bauen, Anti. Ich hatte das nämlich ein bisschen fehlplatziert. Ich stand dann quer. Da musste ich noch den Boden aufreißen. Nur den Kram weg. Nur ein bisschen Airdrop. Und ich brauche noch Silver Nuggets. Ein Fächer erfunden. Ja, sowas in der Art. So ein Kack. Jetzt brauche ich noch Betonmischer. Dann kann es losgehen. An der Beton. Der Betonmischer. Mischer aus Beton. Die Zugbrücke ist schon nicht einfach zu platzieren. Vor allen Dingen habe ich rechte Maustaste gedrückt und wollte drehen. Und dann stand das Ding da mit 10.000 live. Kacke. Boah, du hast mir voll viel Benzin damit reingetan. Geil. Ja. Wie verwendet man denn das Schloss? Musst du einfach reinpacken. Dann siehst du das ja. Das habe ich extra damit reingetan. Dann siehst du ja, wo das steht. Aber das muss ich dann nochmal neu da reintun, oder? Ja, ich habe das ja extra nicht links reingepackt, damit du das dann siehst. Links? Ach, da. Ah. Sehr gut. Danke dir. Bitte. Das ist schöne Musik übrigens. Fällt mir. Boah. Der Sitz ist zu klein für dein Hintern, darf man das sagen? Wow. Halt, stopp. Endlich spricht einer aus, was Romeo denkt. Bitte? Bitte? Warum sagt ich sowas denken? Ja. Ich habe selbst eine Kinoleinwand als Hinterteil, hallo? Ja, ja. Hallo, Nighty, einen Abend. Willst du sagen, hat hier das Fett? Ja, das will er. Wer jetzt, er oder ich? Weiß ich nicht. Du ich auch? Nee, ganz sicher nicht. Jetzt geht's aber los hier. Hallo. Hallo. Na, ist hier alles klar bei dir? Ich bin jetzt erschrocken. Oh.